Hallo Freunde, und ich zeige euch jetzt die zweite Folge von Zurück in die Zukunft. Also jetzt die zweite Episode, die jetzt beginnt im Let's Play. Zurück in die Zukunft war ja auch in Samstag, 13. Juli 1931. Ist ja auch in Episoden aufgespielt wie bei The Walking Dead. Episode 2, Schnapptennen. Skript und Design von Andy Hartzell und Mike Stemmel, wenn ich noch richtig. Verantwortliche Geografie, Dennis Lennart. Art Director, Derek Sakai. Verantwortliche Programmierung, Randy Tudor, habe ich ja schon mal vorgelesen. Und wieder Regisseur, Peter Zeigal. Und beratende Handlung, Bob Gale, der auch Regisseur des Films war. Doc! Was ist passiert? Ich weiß es nicht, es sei denn, die Zeitung von morgen. Hast du sie noch? Ja. Buchhalter stirbt nach Prügelattacke. Der Buchhalter Arthur McFly wurde gestern Abend brutal zusammengeschlagen und verstarb im Anschluss auf den Stufen des Gerichtsgebäudes von Hill Valley. Jemand wird Grandpa töten? Ja, Tennants Schläger, ohne Zweifel. Wahrscheinlich als Rache dafür, dass Arthur deiner Vorladung gefolgt ist. Was machen wir jetzt? Ich bin mir nicht sicher, was wir machen können. Demnach wurde dein Großvater vor 5 Minuten vor der Tür des Gerichts liegen gelassen. Mein Dad scheint gerade zu verschwinden. Das ist die Zeitgarage. Sie verändert sich wegen der tödlichen Wunden deines Großvaters. Das bedeutet, dass dein Vater nie geboren wird. Und du auch nicht. Es sei denn... Wann hast du deinen Großvater das letzte Mal gesehen? Das war um 4 Uhr. Auf dem Rathausplatz. Geben wir ihm Zeit, ihn gut abzustellen. Gut. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst begegnen. In deinem Fall sollte das kein Problem sein. Du bist im Gefängnis. Okay, machen wir uns auf den Weg, bevor die Polizei uns findet. Halt! Oh. Steigen Sie mit erhobenen Händen aus. Er darf nicht wissen, dass ich hier bin. Was war das? Was war was? Mist. Ich habe da hinten etwas gehört. Ich glaube, Sie irren sich, Officer. Sieh einer an. Es scheint, als hätte ich hier einen Flüchtigen. Carl Sagan, Barbrandstifter. Mutmaßlicher Brandstifter, wenn ich bitten darf. Was ist das für ein komischer Wagen? Zurückbleiben! Das ist ein Prototyp, der noch nicht getestet ist. Er könnte jeden Moment hochgehen. Oder plötzlich ohne Vorwarnung abheben. Ich verschwinde lieber, bevor er mich sieht. Ist das so? Da ist es wieder. Sicherlich spielt Ihnen nur die Nachtluft einen Streich, Officer. Okay, wir müssen anscheinend jetzt an den Schlüssel kommen, aber der hat ihn noch da hinten abgeworfen. Gut, er lockt ihn weg. Ist das ein ausländisches Modell? Aus Deutschland oder so? Keinesfalls. Das ist amerikanische Qualitätsarbeit. Ich bin mir sicher, dass dort etwas ist. Hm. Oh. Sieht aus wie dieses Science-Fiction-Zeug. In einem Jahr wird jeder so ein Baby fahren. Da wird sicher eine Beförderung für mich drin sein. Sie sind ziemlich heiß begehrt in Hill Valley. Das ist aber gut zu wissen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, ein paar Minuten zu entspannen, bis Verstärkung kommt. So mir ist macht es nicht aus, nur das Auto könnte andere Pläne haben. Was war das? Was war was? Mist. Ich habe da hinten etwas gehört. Ich glaube, Sie irren sich, Officer. Ich würde mir den Fluchtwagen gerne näher ansehen. Was ist das? Da, im Gebüsch? Hä? Ich habe nichts gehört. Ich dachte, es wären meine Handlanger gewesen, aber Sie haben wohl recht. Es war nichts. Handlanger, sagen Sie? Er versucht mir bei der Flucht zu helfen.
Da ist es wieder. Sicherlich spielt Ihnen nur die Nachtluft einen Streich auf. Ja, wir müssen ihn ja irgendwie Doc geben. Was war das? Ich habe nichts gehört. Rette deinen Großvater! Ich hoffe, dass du zurückkommst. Alles klar, Doc. Was ist hier los? Ja, und da sind wir wieder gerade dabei, ein Paradox in der Zeit zu schaffen. Wie man in der Casey of Kane-Reihe sagen würde, jedenfalls. Hier ist es aber nicht ganz so. Und ich glaube, ich stelle mal die Musik etwas runter. Mal kurz. Ich glaube, so ist es besser. 16.55 Uhr. Arti muss irgendwo da drin dem Staatsanwalt sein Herz ausschütten. Da ist er ja. Jetzt muss ich nur bei ihm sein, bevor... Mr. Corleone? Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht mit Ihnen noch ein Interview zur Lage des armen Mr. Sagan führen könnte. Meine Quellen besagen, dass Richter Brown ihn morgen freilässt. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Wie bitte? Ach, nichts. Können wir vielleicht später darüber reden? Ich muss dringend zum Gerichtsgebäude. Wirklich? Warum? Mein Großvater braucht eine Referenz, damit er einen Angelschein bekommt. Oh, na gut. Ich will Sie nicht aufhalten. Und leinen Sie bitte diesen furchtbaren Hund an. Dafür gibt es schließlich die Gesetze. Sicher, kein Problem. Los, Marty von gestern, hör auf zu reden und beweg dich. Das erinnert mich jetzt wieder an den zweiten Teil, da war es ja auch so, da musste... Einstein, was ist los? Lauf weg! Lass auf uns... Einstein! Scheiße. Ist das ein Eichhörnchen? Du willst spielen? Okay, spielen wir. Willst du das Stöckchen? Soll ich es werfen? Was hast du vor, Aini? Willst du das Stöckchen? Soll ich es werfen? Hol es, mein Junge. Wo willst du hin, Kleiner? Du machst mich wahnsinnig, Aini. Na gut, versuchen wir es nochmal. Ist es ein Eichhörnchen? Schnapp sie dir, Aini. Sieh! Weg mit diesem leidigen Vieh! Komm schon, Einstein. Weg von der netten Dame. Meine Schuhe! Einstein, nein! Nein! Gut gemacht, Aini. Jetzt lauf ins Gerichtsgebäude und schnapp dir Arti, bevor Tennants Leute... Hey! Oh Gott. Hey! Meinen Berechnungen zufolge benötigt der Umlaufmotor für einen richtigen Raketenbohrer 1,21 Kilowatt Leistung. Kannst du das zur Sicherheit noch einmal... Ist alles in Ordnung? Ja. Ja. Aber ich muss zu Arthur. Warum?
Es könnte einen Unfall geben. Arthur McFly ist vielleicht nicht der Geschickteste, aber ich bin mir sicher, dass er ein paar Treppenstufen hinaufgehen kann. Komm schon, sollten wir nicht zurück an die Arbeit? Wir haben wenig Zeit, oder? Sicher, aber Arthur hat noch viel weniger Zeit. Warum machst du denn plötzlich so viele Sorgen um Arthur? Verdammt. Mein Gott, was ist das? Was ist was? Mit wem hast du gesprochen? Na, mit dir. Nein, ich meine eben, als ich auf dich zukam. Na, mit niemandem. Ich habe an Gleichungen für meinen Raketenbohrer gearbeitet. Nein, nachdem... Ach, vergiss es. Machen wir uns auf den Weg. Folge mir. Ich dachte schon, ich gehe nie. Wenigstens ist jetzt der Weg zum Gerichtsgebäude frei. Okay, wir könnten da lang gehen. Na toll. Du musst mitkommen. Ich kann es jetzt nicht erklären. Du bist in großer Gefahr. Was heißt das? Ich bin in Gefahr. Keine Zeit für Erklärung, Groß-Arty. Versprich mir einfach, dass du in der Polizeiwache bleibst, bis... Arty McFly, genau dich haben wir gesucht. Hey, Leute. Lauf! Schnapp ihn! Arty? Ich sollte Ihnen folgen, bevor ich wieder zu verschwinden beginne. Wie gesagt, die Suppenküche scheint jetzt für uns interessant zu sein. Wir sollten aber vorsichtig sein, wem wir jetzt hier in der Zeit natürlich begegnen. Wieder ein dubioser Kerl. Alles ruhig. In Ordnung, McFly. Gehen wir zum Boss. Ach ja. Arty, wie geht es meinem Lieblingsbuchhalter? Oh, ging schon besser. Tut mir leid, das zu hören, McFly. Trixie, geh dir die Nase pudern, Püppchen. Jetzt geht's um Geschäftliches. Hey, benehmt euch jetzt, Jungs. Mua. Schön, dich zu sehen, Arty. Sie auch, Miss Trotter. Ja, wir sind alle glücklich. Jetzt verschwinde. Na toll, die kidnappen den jetzt so und ich kann jetzt... Seid ihr Kerle wirklich so dämlich? Was habt ihr euch dabei gedacht, das Fischfutter hierher zu bringen? Wir dachten nur... Das war euer erster Fehler. Denken. Seht mich an. Seht ihr mich je denken, hä? Sagt nichts. Bringt ihn einfach rein. Findet raus, was er dem Anwalt erzählt hat und lasst ihn dann verschwinden. Ich glaube, das kriegen wir hin. Gut, wenn ihr nun erlaubt, ich muss einen Brandstifter erledigen. Bringt einer von euch Dummköpfen endlich diese Kisten rein? Wir sind dabei, Kid. Ja, wie gesagt, Kid hält ja Doc für einen Brandstifter. Das ist ja auch der Grund, warum er ihn umbringen wollte. Weil er dadurch sein Geschäft geschädigt sah. Ich gehe besser ganz schnell dort rein. Ja, wäre besser. Aber bevor wir das tun, gehen wir erstmal auf die mittlere Kiste und ich setze jetzt hier schon den Inhalt. Ersten Schnitt. Einflügelige Göttinnen. Ups. Das haben wir nicht gesehen.
Große Kiste. Inhalt. Einflügelige Göttinnen. Geflügelte Göttinnen? Verschlossen. Und noch die kleine Kiste. Wandleuchter. Check. Passt gut. Na dann mal los. Hol die Kisten, Q-Ball. Rühr die Suppe um, Q-Ball. Mach die Blutspritzer weg, Q-Ball. Ich bin kein Gangster, ich bin ein verdammter Butler. Na gut, es ist doch so eine kleine Überlänge. Und wer von euch Jungs geht jetzt zuerst rein? Oh Mann, ganz schön schwer für ein unbewaffnetes Mädchen. Ups. Au. Bitte, ich versuche hier eine professionelle Vernehmung durchzuführen. Wo soll das hier hin? Schieb's einfach hinter die Bar. Ich schieb dich gleich hinter die Bar. Das sind so Standard-Gangster, wie man sie aus Bachmus Flug kennt. Aus dem vierten jedenfalls. Verdammt, wie viel Chloroform hast du auf das Tuch getan? Warum? Weil es nicht gerade einfach ist, unser Dornröschen hier aufzuwecken. Zeig mal. Hey, Arti, wir haben ein paar Fragen zu dir und dem Staatsanwalt. Siehst du, womit ich mich hier abmühe? Macht wohl die Runde. Zane, aufwachen. Tut mir leid, Boss. Das ist die verdammte Erkältung. Dann versuch wenigstens so lange wach zu bleiben, bis du mit dem Plakat fertig bist, klar. Wir wollen einen Club eröffnen. Und mach die Leuchtreklame aus, klar. Das Kit anscheinend, was sie eröffnen wollen. Soll dann wohl der geheime Schnapsladen werden hier unten? Aufwachen, Schlafmütze. Zeit fürs Frühstück. Alle die Schläger und Retter Arthur. Gut, das machen wir gleich. Wir sehen uns dann erstmal in der nächsten Folge wieder, beim Versuch Arthur zu retten. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Komm schon, Arti.